War es nicht erst gestern, dass ich meine Drillinge bekommen habe? Und jetzt sind schon alle drei aus dem Haus. Und es wird noch schlimmer. Noch ein Baby von mir wird erwachsen. Meine Livia, sie wird heute tatsächlich zur Teenagerin. Hallo, ich bin Elienix und das ist der 53. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Den letzten Part haben wir ja mit unserer Ivy verbracht, aber nun sind wir wieder zurück bei Emma und ihren vielen Kindern. Übrigens, ich habe jetzt mal nachgezählt, sie hat tatsächlich schon 8 Kinder. 8, das ist einfach so viel. Und auch dieser Part wird jetzt wieder sehr, sehr aufregend. Einige von euch haben sich nämlich gewünscht, dass wir ein wenig mehr Zeit mit Livia verbringen und genau das werden wir jetzt machen. Also einerseits möchte ich mit ihr mit zur Schule gehen und andererseits feiert sie auch Geburtstag. Übrigens, falls du das nicht mitbekommen haben solltest, es findet derzeit meine erste Shell Challenge statt. Also du kannst auch noch sehr, sehr gerne mitmachen. Ich blende dir hier jetzt rechts oben das Video ein, in dem bekommst du alle Infos, die du brauchst. Aber gut, dann starten wir jetzt in den Part hinein. Ich muss gleich mal anmerken, eigentlich wollte ich den Part zu diesem Zeitpunkt hier noch überhaupt nicht starten. Also eigentlich wollte ich den heutigen und sogar den morgigen Tag noch durchspielen. Aber wir haben tatsächlich gerade 2 Meilensteine erreicht. Und zwar erstens hat Emma tatsächlich Erziehungslevel 10 erreicht. Emma kann bei Babys die Interaktion super effiziente Babypflege durchführen, um deren Bedürfnisse auf einen Schlag zu befriedigen. Während Emma elterliche Pflichten ausführt, kann sie jetzt auf den Modus Mutter mit Leib und Seele zugreifen, indem ihre eigenen Bedürfnisse keine große Rolle mehr spielen. Also das war ja eines unserer Ziele für diese Challenge und das haben wir tatsächlich schon abgeschlossen. Und außerdem, zu meiner großen Überraschung, ist Jared jetzt plötzlich Football-Team-Kapitän. Also auch sein Ziel haben wir abgeschlossen. Das heißt, sobald er zum Erwachsenen wird, kann er sofort ausziehen. Ich weiß jetzt gar nicht, wann das ist. Genau, also übermorgen hat eben unsere Livia Geburtstag, da wird sie schon zur Teenagerin. Und am Samstag, da haben dann 4 gleich Geburtstag. Also einerseits die kleine Flora und der kleine Oren, die werden zum Kind. Und Jared und Rose werden tatsächlich schon zu Erwachsenen. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Unsere Emma ist ja seit dem letzten Part jetzt auch eine Erwachsene. Aber tatsächlich hat sie noch ein wenig Zeit, denn sie wird erst hier zur Seniorin. Also dann haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, fast 5 Wochen haben wir noch mit ihr. Und dann wird sie zur Seniorin. Und wie ihr wisst, wir werden ja mit ihrer jüngsten Tochter weiterspielen. Und wenn ich ehrlich bin, ich glaube, ich hätte nur mehr gern, dass Emma einmal schwanger ist. Also vermutlich wird sie dann wieder Mehrlinge bekommen, weil Emma bekommt ja meistens Mehrlinge. Aber ich glaube tatsächlich, wenn sie dann ein Kind oder eben 2 oder sogar 3 Kinder bekommt, sollte das ausreichen. Dann hätten wir in der ersten Generation eben 9, 10 oder vielleicht sogar 11 Kinder und ich finde, das ist genug. Aber schreibt mir eure Meinung dazu natürlich sehr, sehr gern in die Kommentare. Also deshalb werde ich in nächster Zeit jetzt vielleicht ein bisschen schneller spielen, also einfach, dass ein Part aus mehreren Tagen besteht. Denn auch wenn ihr das sicher nicht hören wollt, auch diese Generation muss irgendwann enden. Und ich freue mich schon so auf die 2. Generation. Ich habe schon so viele Ideen und ich freue mich schon so unglaublich drauf. Und falls du eine Idee hast, schreib mir das natürlich auch sehr, sehr gern in die Kommentare. Aber gut, ich werde jetzt das machen, was eigentlich mein Plan war. Ich werde jetzt einfach ein bisschen weiterspielen. Und ich glaube, ich werde auch den nächsten Tag schon durchspielen, denn wir haben nur mehr 2000 Simoleons und wir brauchen dringend Geld. Das heißt, ich werde jetzt mit Emma einfach arbeiten, morgen dann zum Markt gehen, einfach schauen, dass wir Geld verdienen. Und am Mittwoch werden wir dann eben mit Livia mit zur Schule gehen und dann ihren Geburtstag feiern. Oh, Ivy kommt uns besuchen. Okay, vielleicht spiele ich es doch nicht durch. Oren, begrüß doch mal Ivy. Du kannst Day mal liebevoll umarmen, dann noch lustige Gesichter schneiden und was können wir noch machen? Ziemlich viel. Er ist ein Kleinkind und kann Ivy sagen, es ist okay, ein bisschen unbeholfen zu sein? Naja, okay. Gut, wenn das möglich ist, dann ist das möglich. Aber jetzt werde ich wirklich weiterspielen und wir sehen uns am Mittwoch in der Früh wieder. Und nun haben wir Dienstag mitten in der Nacht, alle schlafen. Außer unsere Livia. Ich habe keine Ahnung warum, aber sie ist absolut nicht müde.
Und auf einmal ist Coco aufgetaucht. Und jetzt habe ich mir gedacht, da wir gesagt haben, Livia soll sich ein bisschen so für übernatürliche Dinge interessieren, das passt doch perfekt, wenn sie sich mit einem Geisterhund anfreundet. Deshalb gibt sie Coco jetzt einfach mal ein Leckerchen, bietet ihm die Freundschaft an. Und wir können ja vielleicht sagen, das ist so für sie der erste Schritt in die übernatürliche Welt. Und da sie jetzt merkt, dass es Geister gibt, möchte sie sich eben mehr damit beschäftigen. Und wer weiß, was dann auch in Zukunft kommt. Also ich wollte ja dieses übernatürliche Pack mit ihr ein wenig erkunden. Aber vielleicht erkunden wir auch ein bisschen Vampirismus oder Werwölfe. Wobei Werwölfe eher weniger, weil ich sie unheimlich nervig finde. Aber einfach alles, was so das übernatürliche Leben in Sims 4 zu bieten hat. Wenn da jemand von euch Ideen hat, schreibt mir eure Ideen natürlich immer gerne in die Kommentare. Ich weiß noch nicht genau, was wir machen, aber ich freue mich schon wirklich sehr drauf. Ich glaube, das wird wirklich, wirklich cool. Dann wird sie ihn jetzt nochmal streicheln und noch einmal spielen. Beigebrachte Befehle? Okay, er kann irgendwie bei Fuß. Ich habe keine Ahnung, warum. Und jetzt haben sich die beiden angefreundet. Oh, ist das süß. Kannst du für ihn eigentlich auch die Schüssel auffüllen? Vorher hat er ja das Symbol, dass er Hunger hat. Vielleicht, ja. Kann er dann hier essen? Ich habe keine Ahnung, wie das so mit Geisterhunden funktioniert. Aber vielleicht klappt das ja. Keine Ahnung. Oh, die beiden sind schon unglaublich süß. Sehr gut. Okay, und jetzt haut er ab. Okay, er möchte anscheinend doch nichts essen. Vielleicht passt es ja ein anderes Mal. Aber Livia, ich weiß, du bist nicht müde. Geh jetzt trotzdem schlafen. Du hast morgen immerhin Schule. Emma ist gerade dabei, sich um unsere Socke zu kümmern. Also das ist unsere Kuh, falls das irgendjemand vergessen haben sollte. Denn seit Ivy nicht mehr zu Hause wohnt, muss das natürlich jemand anders machen. Aber gerade wurde sie von der Schule kontaktiert, denn anscheinend ist Livia krank geworden und hat sich im Flur vor den Augen der anderen Schüler übergeben. Sie ist jetzt bei der Krankenschwester. Und nun können wir sagen, mein Kind muss sorgfältig untersucht werden, mein Kind darf damit nicht aufgezogen werden und mein Kind soll wieder am Unterricht teilnehmen. Wie immer verstehe ich nicht ganz, warum, wenn wir sagen, mein Kind soll wieder am Unterricht teilnehmen, die Manieren erhöht werden, wenn sie doch krank ist. Ja, ich verstehe es nicht ganz, aber wir sagen natürlich, mein Kind muss sorgfältig untersucht werden. Und danach wird sich Emma noch schnell um unsere Hühner kümmern. Und dann werden wir schnell zum Markt schauen. Ich glaube, ich nehme euch trotzdem mit. Vielleicht hat der Part dann ein wenig Überlänge, aber das wird schon in Ordnung sein. Schreibt mir übrigens gerne mal in die Kommentare, wie lange ihr gern hättet, dass ein Part ist. Also ich peile jetzt immer so 20 bis 30 Minuten ein, aber vielleicht hättet ihr es ja gern kürzer oder länger. Ich habe keine Ahnung, deshalb schreibt mir gerne mal, was ihr gerne hättet. Und wir haben uns fertig um die Hühner gekümmert und deshalb werden wir jetzt zum Markt reisen. Ich habe gerade gesehen, Emma hat irgendwie an ein gebrochenes Herz gedacht. Ich weiß nicht, was los ist mit ihr. Keine Ahnung, an welchen ihrer verflossenen Männer sie dabei gedacht hat. Ja, habe ich wirklich absolut keine Ahnung. Ich hoffe, dass Emma noch glücklich wird. Also ich bin wirklich gespannt, mit wem sie am Ende zusammenkommt. Denn wenn sie das letzte Kind bekommen hat, dann können wir ihr ja eigentlich einen Mann suchen. Also ich weiß nicht, ob es jemand wird, den wir schon kennen, ob es jemand ganz Neues wird. Wobei ich glaube, die meisten Männer, mit denen sie zusammen war, dass die schon alle andere PartnerInnen haben mittlerweile. Also vielleicht muss sie sich auch jemand ganz Neuen suchen. Das werden wir sehen. Und hier sind wir. Oh, Lenny ist da. Ja, dann sprich mal mit Lenny. Frag ihm mal nach pikantem Tratsch. Immerhin, auch wenn ihr schlecht auseinandergegangen seid, die beiden sind noch so gut miteinander befreundet. Deshalb irgendwie stehen sie einander ja doch noch nahe. Dann wird sie ihn mal kennenlernen, auch wenn sie ihn, glaube ich, gut genug kennt. Und dann erzählen wir ihm einen Klopf-Klopf-Witz. Hat er eigentlich schon andere Kinder? Violet hat ein Kind? Hä? Wer ist Tobias Wagner? Und wieso sollte er das Kind von Violet sein? What? Sarah und Violet haben ein Kind adoptiert? Und der ist anscheinend schon ein Teenager? Wann ist denn das passiert? Ich habe keine Ahnung. Sarah hat ja schon zwei Kinder. Nämlich Karina und Yannick, um die sie sich nicht kümmert. Und jetzt hat sie sich dazu entschieden, mit ihrer neuen Freundin ein anderes Kind zu adoptieren, das älter ist als ihre ursprünglichen? Okay, das ist wild. Ich verstehe nichts mehr. Und Gabriels Tochter ist jetzt auch schon eine Teenagerin. Oh, wie cool. Aber ich wollte schauen, ob Lenny noch Kinder hat. Er ist der Vater von Livia. Genau. Nein.
Lenny ist wirklich der Einzige, der noch alleinstehend ist, glaube ich zumindest. Genau, Gabriel hat natürlich schon jemanden. Dann Raoul hat, ja, wie sollte es anders sein? 1000 andere Kinder, wobei er auch Single ist. Und Raoul hat auch schon Enkelkinder. Sowohl Annette als auch Angela haben schon Kinder. Dieser Stammbaum ist so verwirrend. Und was ist mit, ach ja, Lukas Mansch hat ja sowieso jede Menge Kinder und der hat uns ja auch wegen einer anderen Frau letztens angerufen. Von dem wollen wir sowieso nichts mehr wissen. Aber Lenny wäre schon so eine Idee, also dass Lenny Emmas Zukunft wird. Weil immerhin die beiden hätten fast geheiratet und waren eigentlich sehr, sehr glücklich miteinander. Er war auch der Einzige, mit dem sie wirklich zusammen war. Also ja, ich weiß nicht. Werden wir sehen, wie das ausgeht. Dann werden wir ihm noch einmal... Okay, gut. Wir machen nichts. Er möchte... Hä? Ach, das ist Leo. Das ist Emmas Bruder, der sich gerade mit Lenny gestritten hat. Ja, okay. Kann passieren. Aber wir werden jetzt zu unserer Kim gehen. Dann werden wir einmal handeln und dann werden wir unsere Objekte verkaufen. Sie hat jetzt auch mit Lenny eine neue Stimmung bekommen. Größere Nähe durch glückliche Erinnerung. Ich glaube, das ist das Neue. Und hier haben wir noch immer überaus schwierig und aufgelöste Verlobung. Die beiden kennen sich gut genug, um offen zu sprechen. Und Lenny freut sich, Emma ein paar brisante Gerüchte zu erzählen. Ja, und was hat er uns jetzt erzählt? Okay, das wissen wir natürlich nicht. Das ist natürlich blöd. Und da haben wir wieder Lukas Krämer, den Lebensmittellieferant, weil Raoul wurde anscheinend gefeuert. Vermutlich, weil er mit allen Kundinnen geflirtet hat. Wir bekommen leider keine Rabatte, aber wir verkaufen unsere Sachen natürlich einfach so. Oh, wir haben ein Brutei. Na, das verkaufen wir nicht. Das sollen unsere Hühner doch ausbrüten. Oh, jetzt muss ich wieder überall einzeln draufklicken. Anscheinend geht der UI-Cheats-Mod nicht wegen dem Update. Den muss ich dann updaten. Okay, alles klar. Gut zu wissen. Dann verkaufen wir noch die ganzen Rosen, Schokoladensirup und die Tulpen. Und dann haben wir fast 2000 Simoleons. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Und dann reisen wir jetzt wieder nach Hause. Die Kinder kommen immerhin auch gleich von der Schule nach Hause. Und dann werde ich jetzt aber wirklich schnell durchspielen. Denn ich möchte morgen mit Livia unbedingt noch zur Schule und dann müssen wir ihren Geburtstag feiern. Und eigentlich sollte ich auch sehr, sehr bald streamen. Deshalb muss ich mich schon ein bisschen beeilen. Bevor ich es vergesse, wir haben ja gar keine Grundschule mehr. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, ich möchte nicht mehr, dass wir eine Grundschule in Hanford und Bagley haben. Wir können ja sagen, dass sie abgerissen wurde, weil zu wenig Schüler waren oder so. Ich möchte nämlich, dass sie auch in Copperdale ist. Und dann sagen wir einfach, Copperdale ist zwar nicht unbedingt in der Nähe, aber Livia kann dann eben immer mit ihren großen Geschwistern mitfahren. Ich hoffe, dass wir eine coole finden. Ich gebe mal Copperdale ein. Okay, da finden wir leider gar nichts. Aber sonst nehmen wir einfach gleich mal die erste. Die ist eigentlich auch cool. Ich meine, da habe ich jetzt nicht alle Packs, aber ich glaube, es ist nicht so schlimm. Die ist auch ganz okay. Okay, wow. Wieso steht da Hashtag sexy? Ja, gut. Dann nehme ich die vielleicht nicht. Das finde ich ein bisschen verstörend für eine Grundschule. Was wäre damit? Gut, ich nehme einfach die. Und wir platzieren sie einfach hier, wo ansonsten nur das Mietobjekt wäre. Weil ich glaube, da wären wir ohnehin niemals hingefahren. Und dann freue ich mich, weil dann heißt es, wir können morgen mit Livia mit zur Schule gehen. Also solange der Mod zumindest noch funktioniert, das weiß ich ja nie genau. Und wie gesagt, gestern gab es ja ein Update, also keine Ahnung. Aber ich hoffe mal, dass es klappt. Es ist mitten in der Nacht, alle schlafen außer Rose, die macht gerade die Hausaufgaben und fühlt sich unwohl, weil ihre Schwester stinkt. Aber darum geht es nicht. Mir ist gerade was aufgefallen und ich verstehe nicht, wie es mir erst jetzt auffallen konnte und wieso es niemandem von euch aufgefallen ist. Schaut euch die Tapete an. Ich habe da einfach ein Stück Tapete vergessen und niemand von euch hat es mir gesagt. Also ich gebe euch da jetzt schon ein bisschen die Schuld, also Mitschuld, nicht die komplette Schuld. Ich weiß, ich habe auch Schuld dran, aber ihr habt Mitschuld, weil es hat mir niemand gesagt. Jetzt habe ich es auf jeden Fall ausgebessert und die arme Familie Potter musste damit schon so lange leben. Tja, das wollte ich euch nur gesagt haben. Und die Nacht ist schon wieder vorüber und Emma ist gerade am Kochen. Tatsächlich bereitet sie gerade Joghurtparfait mit Früchten vor, denn mir ist eingefallen, wir müssen ja auch die Feinschmecker-Kochfähigkeit maximieren.
Und da sind wir tatsächlich erst Level 2. Also das kann schon noch was werden. Ansonsten müssen wir noch kochen. Genau, das haben wir schon geschafft. Malerei, da sind wir auch ziemlich gut dabei. Und ich glaube, die Gartenfähigkeit, wo haben wir die denn? Die habe ich jetzt nicht gefunden. Hier, Gartenarbeit 5, ja, das schaffen wir auch locker. Also eigentlich sind wir mit der Challenge wirklich gut unterwegs, würde ich sagen. Livia, wie geht's denn dir? Du kannst auch gleich mal aufstehen und frühstücken. Immerhin beginnt bald die Schule und ich hoffe wirklich, ich kann dich in die Schule begleiten. Auch wenn ich mir noch nicht sicher bin, ich hoffe es zumindest. Nun kommt die erste Benachrichtigung, aber die ist für die Teenager. Und ja, Mist. Das hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Gut, wisst ihr was? Livia, du bleibst zu Hause. Du hast Urlaub, warum auch immer. Vielleicht bist du auch noch ein bisschen krank. Immerhin musste sie gestern ja früher von der Schule nach Hause kommen. Und dann machen wir uns hier einen schönen Tag. Aber Rose, du darfst schon zur Schule gehen. Und weil es heute eben Livias Geburtstag ist, wird Emma gleich mal einen Kuchen für sie backen. Dann haben wir zumindest für das ein bisschen mehr Zeit. Wir backen eine Schokotorte und Livia, naja, die ist ja sowieso nicht gut in der Schule. Wobei, zweier Grundschülerin, das ist eigentlich voll in Ordnung. Aber ja, könnte eben sehr schnell zur dreier Grundschülerin werden. Und nein, du wirst jetzt nicht mit dem Puppenhaus spielen. Denn wenn einmal deine Schwester nicht da ist, wirst du die Gelegenheit natürlich nutzen und ein wenig recherchieren. Und zwar wird sie jetzt einmal nach Informationen über Vampire suchen. Emma weiß natürlich nicht, was sie macht. Und um ehrlich zu sein, vermutlich ist es Emma auch ziemlich egal. Wir wissen, sie war schon immer eine sehr lockere Mutter und hat ihre Kinder schon immer einfach machen lassen. Und das ändert sich natürlich auch jetzt nicht. Und der Kuchen ist fertig. Kohle im Klo. Während einer kurzen Pause entdeckt Jared Clay ein wenig Geld auf dem Toilettenbecken. Soll er es in seinem Spind einschließen oder es direkt zum Direktor bringen? Es ist Jared. Ich würde sagen, er würde es sichern. Und der Geldverlust wird gemeldet und der Direktor ordnet eine Durchsuchung der Schränke an. Jared Clay wird mit dem Geld erwischt und muss nachsitzen? Das ist so unrealistisch. Woher sollte denn der Direktor wissen, dass es nicht sein Geld ist? Aber okay. Emma wird jetzt Geburtstagskerzen hinzufügen. Livia wird nicht abheben, denn das ist der Direktor. Und wir haben jetzt außerdem noch die Benachrichtigung bekommen, dass Livia das Vampirbuch freigeschaltet hat und Vampirgeheimnisse entdeckt hat. Sehr, sehr spannend. Lukas Mann ruft Emma an. Das ist der Vater der Zwillinge. Hallo Emma, ich frage mich, ob es sich lohnt, Lia Shaw besser kennenzulernen. Was denkst du darüber? Also, Lukas ist ja der Vater der Zwillinge, der Emma, als sie schwanger war, angerufen hat und gesagt hat, ich habe eigentlich eine Freundin, ich bin unsterblich in sie verliebt, können wir das bitte einfach vergessen? Und jetzt ist er so, hey Emma, soll ich vielleicht doch jemand anders kennenlernen? Emma sagt jetzt einfach, das macht Spaß, aber es ist deine Entscheidung. Ich weiß zwar nicht, was daran Spaß macht, aber ist ja komplett egal. Und Livia, du kannst jetzt gleich mal Geburtstag feiern. Dann können wir sie nämlich auch in diesem Part noch umstylen. Sie wird sich jetzt etwas wünschen. Emma, komm du auch mal hierher. Ansonsten ist jetzt zwar niemand aus der Familie da, aber ich glaube tatsächlich, Livia freut sich, wenn sie mal alleine Zeit mit Emma verbringen kann. Was will denn Lukas schon wieder? Das war jetzt schon wieder dieser Bug, dass da steht, dass jemand anruft und dann war es in Wirklichkeit aber die Schule. Ja, okay, wenn man Hunger hat, muss man essen. Rose ist anscheinend allein am Klo. Sie ist einsam, tut mir sehr leid, Rose, aber ja, wir können dir dabei nicht helfen. Und Livia hat jetzt Geburtstag. Ja, ich glaube, sie freut sich wirklich, dass sie ein wenig Zeit mit ihrer Mutter verbringen kann. Emma, bleib da. Verbring Zeit mit deiner Tochter. Du musst Zeit mit deiner Tochter verbringen. Und ich bin schon so gespannt, wie Livia aussehen wird. Livia ist älter geworden. Bisher war sie ja eine Spinnerin. Und was könnte sie noch sein? Ich meine, sie liebt ja übernatürliche Dinge. Ich weiß nicht, da passt jetzt nichts so richtig. Vielleicht abenteuerlustig? Diese Sims sind immer auf der Suche nach neuen, einzigartigen Erlebnissen. Naja, böse möchte ich sie auch nicht wirklich machen. Ich glaube, sonst mache ich sie düster. Diese Sims sind häufig traurig und sie können anderen Sims melancholische Gedanken mitteilen. Während sie traurig sind, verbessert sich ihre Kreativität. Das finde ich irgendwie ganz cool, weil da sie sich so für die düstere Seite des Lebens interessiert, also Vampire und Werwölfe und Geister und der Tod, keine Ahnung. Da muss sie vermutlich ein bisschen düster sein, deshalb machen wir sie düster. Falls euch aber was Besseres einfällt, schreibt mir das natürlich gerne in die Kommentare. Und was geben wir ihr jetzt hier? Das ist die nächste gute Frage.
Notfalls gebe ich ihr ein Teenagerbestreben. Vielleicht was mit Verbrechen? Ach, ich weiß doch auch nicht. Guter Vampir? Nein, sie ist ja kein Vampir. Ich gebe ihr hier jetzt einfach mal Drama Llama. Ich könnte mir vorstellen, sie will gerne im Mittelpunkt stehen und Blödsinn machen. Oder auch nicht im Mittelpunkt stehen. Ach, ich weiß nicht. Ich kann Livia noch nicht so einschätzen. Auf jeden Fall sieht sie wunderschön aus. Und ich werde sie dann jetzt gleich mal umstylen. Ich weiß schon, in welche Richtung ich mit ihr gehe. Ich bin schon sehr gespannt, was ihr davon haltet und ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber wenn das klappt, dann wird sie ein wirklich sehr, sehr cooler Charakter. Aber gut, dann starten wir jetzt mit dem Umstyling.
und ich bin fertig. Ich gebe zu, sie ist ein wenig anders geworden, als ich mir das vorgestellt habe. Aber seht sie euch bitte an. Ich finde wirklich, ich weiß, das sage ich fast bei jedem der Kinder, aber ich finde, sie ist der schönste Sim, den ich jemals gesehen habe. Sie ist so unglaublich wunderschön. Und vielleicht ist es euch schon aufgefallen, sie kennt nicht sonderlich viele Farben. Es sieht nämlich so aus, als würde sie nur Schwarz kennen. Das ist ihre Alltagskleidung. Dann haben wir hier die Abendkleidung, die Sportkleidung, die Schlafkleidung, Partykleidung, Badekleidung, heißes Wetter und natürlich das kalte Wetter-Outfit. Ich liebe ihren Style und ich weiß, es weicht jetzt sehr davon ab, wie sie als Kind und Kleinkind war, weil da war sie sehr bunt und sehr übertrieben. Aber ich könnte mir vorstellen, gerade jetzt, wo sie eben so die düstere Seite des Lebens entdeckt hat, hat sie diese irgendwie mehr eingenommen oder vielleicht glorifiziert sie diese sogar und deshalb trägt sie eben nur noch Schwarz. Und Schwarz ist jetzt sozusagen ihre Happy Color. Ja, ich bin sehr gespannt, was ihr von ihr haltet. Also schreibt mir eure Meinung sehr, sehr gern in die Kommentare. Und an dieser Stelle werde ich den Part dann aber auch schon beenden. Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wie immer freue ich mich über jedes Like, jedes Abo und jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!